so dass wir gleich duschen, essen und dann gleich zum nächsten Termin. Jetzt ist es 22 Uhr. Seit. Jetzt Freizeit, also praktisch 12. Und nach 15 Stunden habe ich jetzt Freizeit. Fühlt sich gut an. Der Belohnungseffekt ist groß. Was gibt's noch zu sagen? Ich habe vor 3 oder 4 Wochen, weil da jemand einen Zettel ausgefüllt, Dings hier Bezahlung, weil ich ja meine 50 Euro Mafia-Zwangsbeitrag bezahlen muss. Ansonsten wird mein Leben ausgeknipst. Wer weiß, vielleicht kommt es noch. Und ich habe spaßeshalber 55.555 Euro und 55 Cent eingetragen und unterschrieben. Und bei mir bei der Kommerzbank als Schrecker geworfen oder was weiß ich, überweisen scheint. Statt den üblichen 55 Euro, die sie verlangt haben. Für ein ganzes Quartal. Da soll ich mich zufrieden geben, dass es nur 55 Euro sind für 3 Monate. Weil solange wenig Geld geklaut wird, ist es ja kein Verbrechen. Das ist ja das Prinzip dahinter. Okay? Einmal das. Und zweitens, was auch das andere. Fuck, jetzt fällt es mir nicht mehr ein. Für irgendwas Cooles, das mich zum Denken angeregt hat. Ich glaube, es wird mir nicht mehr einfallen. Sobald ich auf Stopp drücke, fällt es mir wieder ein. Klassischerweise. Ich muss euch nicht sagen, dass das, was ich hier gerade mache, nicht gerendert, nicht geschnitten werden muss, aber tatsächlich abgeläutet werden muss. Und dieser Prozess erfordert keine Zuwendung meiner Aufmerksamkeit. Okay? Also das geht einfach mal so. Jo. Das muss ich noch machen. Keine Ahnung, ich muss noch andere Wäsche machen. Und jede Minute, die ich jetzt gerade hier mit Labern verschwende, bin ich morgen verpeilter und habe weniger Schlaf, dass ich wieder meine nächste Zeitakkinder setze. Es ist ein mega Teufelskreis ab und es pisst mich ein wenig stärker. Genau, die Mülltonnen sind voll. Der Hausmeister hat es nicht geschafft, die Papiermülltonnen da hier zu machen, was nicht weiter schlimm ist, aber die sind natürlich auch zu. Das pisst mich dann natürlich schon an. Worüber möchte ich mich noch ausholen? Das ist meine Gebrauchsanweisung vom Kühlschrank, die ich zurzeit durchlese. Wurde mir wärmstens empfohlen, obwohl ich weiß, dass es totaler Schwachsinn ist, weil nur drin steht sowas wie: Achtung, nicht mit dem Schraubenzieher am Kühlgerät rumschrauben. Oder Achtung, nicht die Zunge an das Kühlmittel halten. Oder Achtung, nicht das Kühlmittel auflecken oder schnüffeln. Solche Warnhinweise stehen drin. Aber ich dachte mir, statt einfach mir wieder Fachliteratur und Romane über Cyberpunk oder irgendwas zu geben, gehen wir jetzt einfach mal den schenken. Einfach nur um zu wissen, wie es geschrieben ist. In diesem Imperativ, der hier und da einfach mal angewendet wird. So. So entsetzlich aggressiv macht mich das. So, erstmal rechnen und dann fress ich noch was. Jetzt hat sie die Liste angekommen, die ich mir bestellt habe. Was habe ich da gleich? Und so. Alizee, Walid, Bulitar. Keine Ahnung, irgendwie sowas auf Brasilianisch. Und Exhibit Paparazzi. Also, weil das das Ding ist. Und Exhibit habe ich mir wegen dem Metall geholt. Ich sehe, da finde ich, das ist eine schöne Mischung aus, Yolo-Haus trifft 115 Radio-Pop und da gibt es noch ein paar Remixen, die mich da interessieren würden. Dazu kommt, dass man das Ding irgendwo legal downloaden kann. Ja, das ist dann schon mal eigentlich soweit alles für heute. Ich werde es ein bisschen einfangen. Lernen will ich dann auch noch. Was soll ich da streamen? Ich kann nicht meinen Blog streamen, aber ich glaube, es ist ein bisschen hintervorsichtig. Dann kriege ich schon 0 Euro und 0 Euro. Und dann wäre ich die ultimative Kommerzbude. Ich bin mal dazu gekommen, mir Schulden aufzuschreiben. Sehr interessant. Der Tag einfach so weggeht, ne? Aber mal schauen, jetzt bin ich erst 24. Ich schätze mit 25, da habe ich dann froh, wenn ich 10 Minuten Freizeit habe in der Woche. Oder ich plane einfach alles scheiße. Vielleicht nehme ich mir zu viel vor. Oder ich denke wirklich, dass ich in den Zeitminus für Sachen mache. Vielleicht, ich weiß nicht, wie das die anderen Leute machen. So wie ich es von anderen Leuten so mitkriege, vom Hören sagen, aber die ist halt irgendwie immer so. Kannst du immer so sagen, ich mache das dann. Und wenn sie dann dabei sind, dann packt sie dieser Faulheitshund, keine Ahnung was das ist, da lesen sie dann im Google, irgendwo irgendwelche Google-Artikel da, wo dann drin steht, Google-Artikel, da lesen sie dann auf irgendwelche Foren,
diesen Nachgeguckt haben, so drei oder vier Stunden lang nach, warum sie faul sind, statt in diesen drei oder vier Stunden einfach ein wenig zu machen. Gestern war ich zum Beispiel bei meiner Mutter, weil ich der Pfandflasche abgegeben habe, um ein bisschen Geld zu bekommen. Ja, so bin ich auf Geld aus. Und da ist mir aufgefallen, dass ich sehr müde war, als ich mich hingesetzt habe. Und als mich da diese Müdigkeit, diese Schlafsucht praktisch niedergezogen hat, und dieser komische Gesichtspunkt, sieht immer aus, als hätte ich irgendwie einen Pickel oder Dreck im Gesicht oder als würde irgendwie das Viech rumfliegen. Aber das ist irgendwie so ein komisches, automatisches Gesichtserkennungsding, das total scheiße vom Arsch ist. Genau. Aber als ich da dann gestern bei meiner Erzeugung war, da hat mich diese Müdigkeit überkommen und ich wollte mich nur 5 Minuten hinsetzen und dann kurz was einkaufen gehen und eben halt diese Pfandflasche abgeben. Und ich habe so runtergezogen, dass ich auf einmal 2 Stunden weggepennt bin. Okay, komatöser Zustand, danach habe ich wieder mitgekriegt, oh, ich bin in diesem Koma. Sind zum Glück nur 15 Minuten vergangen, dann bin ich kurz aufgestanden, habe gefressen und bin wieder weiter weggekommen für eine Stunde. Es ist immer und immer weitergegangen. Okay, das ist nochmal so am Rande erwähnt. Ich bin immer noch Hotline Miami, das ist abartig schwer. Für so Leute wie mich ist es eigentlich gar nichts, aber ich will unbedingt wegen der Story das so spielen. Der Soundtrack ist immer noch fett. Aber tatsächlich, wie ein Freund erzählt hat, von oben, dieses Rumballern, ist ein bisschen kotig, ist einfach prinzipiell kotig. Aber es ist einfach ein gutes Spiel und deswegen werde ich es durchziehen. Das sind natürlich jetzt ein logisches Argument und ein unlogisches Argument, die sich da gegenüberstehen, aber damit müssen wir jetzt mal leben. Ja, wir sind ja schon bei 6 Minuten und 45 Sekunden. 46? Krass, ich dachte eigentlich, ich komme auf 1 Minute. Ich liebe das ja, weil 5-fach gehen, wenn ich den hier mache. Okay, damit beende ich und gib zurück ins Studio. Tschüss, Leute.